So, grüß euch liebe Zuschauer, da ist der Glockengießer. Heute mache ich mal ein Tutorial für euch. Und zwar geht es um das Glockengeläut von Hand. Und alle, die jetzt sagen, ach, da drücke ich auf den Schalter, die können ja gleich auf den Absatz kehrt machen, weil um das geht es halt nämlich gar nicht. Sondern um das hier. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, doch, sieht man. Ums Glockengeläut mit dem Seil. So, ist selten geworden, ist was ich, mag sein. Aber es gibt es halt doch noch. Und diejenigen, die so eine Glocke mit dem Seil von Hand läuten sollen, die müssen ja irgendwie wissen, wie sie damit anfangen sollen. Wie sie da reinkommen in das Ganze. Und deswegen mache ich dieses Tutorial. Das ist der Grundkurs fürs Glockengeläut mit dem Seil von Hand. Damit ihr mal wisst, wie ihr da anfangen müsst. Wenn ihr in so eine Kirche kommt, wo man mit dem Seil die Glocke von Hand läutet, fängt man am besten damit an, dass man sich erstmal mit der Glockengröße vertraut macht. Das macht man so, dass man das Seil einfach auf so einer Höhe, ja, auf einer ganz normalen Arbeitshöhe, wie man so schön sagt, einfach mal nimmt und dann mit einer Hand kurz mal dran ruckt. Ja. Man merkt es jetzt schon, das Seil pendelt und dann kriegt man schon ungefähr das Gefühl, wie groß die Glocke ist. Ob sie schwergängig ist, ob sie leichtgängig ist, etc. Und wenn man diesen Rhythmus, diesen Takt, wenn man den jetzt hat, dann kann man noch ein bisschen kräftiger dran ziehen. Die etwas Jüngeren unter euch, die nicht so viel Kraft in dem Arm haben, die dürfen auch beide Hände nehmen. Ja, das geht dann so. Und dann spürt man auch schon, wenn man dort zieht, ob das Seil federt. Wenn es neu ist, dann federt das noch ein bisschen nach. Das spürt man dann auch. Wenn es älter ist, überträgt es die Kraft direkt, dann federt da gar nichts mehr. Und bei diesem Takt muss man dann einfach bleiben. Und dann kann man anfangen, die Glocke hochzuschwingen. Wenn man das macht, mit dem Hochschwingen, muss man dann Arme die Ohren erwärmen. Dann muss man hören. Weil man muss den Klöppelanschlag von der Glocke durch das Kirchengebäude oder durch den Kirchturm hindurch wahrnehmen, dass man einen gleichmäßigen Klöppelanschlag bekommt. Und das machen wir jetzt. Ich schwinge die Glocke jetzt mal hoch, bis der Klöppel trifft. Da war schon der erste Klöppelschlag. Wenn die Glocke zurückzieht, jetzt und jetzt, also beim Zurückziehen schlägt sie heftiger und auch öfter. Das heißt, das Seil zieht die Glocke von sich weg. Es ist also ein Ungleichgewicht da und da muss ich gegenarbeiten. Das kriegt man mit der Zeit ins Gefühl. So. So, jetzt hört man, dass die Glocke gleichmäßig anschlägt und jetzt kann man diesen Takt beibehalten. Und wie man sieht, ich mache das mit einer Hand. Da muss man sich nicht mit dem ganzen Körpergewicht dranhängen. Eine Glocke muss sanft abgebremst werden. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder man lässt das Seil durch die Hand gleiten oder man lässt einfach nur das Seil am Arm
hängen. Also man greift es einfach fest und lässt den Arm einfach nur dran hängen. Und schon kommt die ohne Prellschläge zum Stillstand. Wenn man merkt, dass der Klöppel nicht mehr anschlägt, dann kann man sich mit dem Gewicht dagegen hängen und kann sie ein bisschen kräftiger ausbremsen. So, und das ist die ganze Kunst dabei. Wenn ihr es so macht, wie ich es euch jetzt beschrieben habe, kann eigentlich nichts schief gehen. Sucht euch eine Kirche in eurer Umgebung, wo man mit der Hand die Glocken läuten kann. Übt das. Fangt mit kleineren Glocken an, dann könnt ihr euch steigern auf größere. Und wenn ihr regelmäßig übt, bekommt ihr das irgendwann genauso gut hin wie ich. Ich wünsche euch alles Gute. Schreibt es mir in die Kommentare, ob das Tutorial euch was gebracht hat. Und lasst einen Daumen hoch da, wenn es informativ war. Man sieht sie nächstes Mal wieder. Ich wünsche euch alles Gute. Servus.